herzlich willkommen zur ersten Vorlesungsstunde in diesem Semester. Mein Mitarbeiter hat Ihnen eine Projektliste mitgebracht mit tollen Themen für dieses Semester. Sie tun sich bitte zu zweit zusammen, übernehmen ein Projekt und am Ende des Semesters stellen Sie sich gegenseitig die Projektthemen vor. Ja, nein, für Fragen ist mein Mitarbeiter das ganze Semester für Sie zur Verfügung. Ja? Ich habe eine Frage. Kristallisation kommen. Dies führt fast immer zu einem Gefüge. Was genau meinen Sie mit Gefüge? Das aus Sphäroliten besteht. Yo, Homies! Ah, was läuft, Digga? Heute hören wir krass korrekte hier Projektvorträge von Schmidt, Müller, Jütze. Nicht vorbereitet? Hashtag Semester gelaufen, sag ich nur. Peace, Prof. Von wegen Peace. Mega Peace. Wir sehen uns dann heute Abend in der Disse. Schauen Sie mal dort aus dem Fenster. Sehen Sie die kahlen Bäume da hinten? Dann kommen Sie einfach wieder, wenn die wieder Blätter tragen. Nicht schon wieder. Können Sie mir hier bitte mal zwei parallele Linien malen? Ja, sehr schön. Haben Sie denn eine Idee, was das sein könnte? Nein. Das sind die Gleise des Zuges, der für Sie gerade abgefahren ist. Liebe Studierende, der liebe Gott hat die Note 1. Ich hab die Note 2 und jetzt können Sie sich ausrechnen, welche Note Sie bekommen. Sehen Sie sich die Personen links und rechts neben sich an. Die werden im nächsten Semester nicht mehr da sein. Sie haben ja alle schlecht abgeschnitten bei der Probeklausur, aber das heißt ja jetzt nicht etwa, dass ich die Klausur einfacher mache, sondern dass wie gewöhnlich 90% von Ihnen durchfallen werden. Ja. Hallo. Hallo. Herr Professor. Ja, Hallöchen. Ich habe ein kleines Problem und zwar fehlt mir ein Punkt zum Bestehen. Ich denke, den finden wir noch, oder? So. Perfekt. Vielen Dank. Bitte, bitte. Danke, danke. Hallo. Mir fehlen ganze 5 Punkte in der Klausur. Ja, schauen wir mal. Ja, ich glaube, die finden wir noch, ne? Machen wir mal hier. 2 mehr und 3 mehr. Da haben wir das doch, hä? Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Vielen Dank. Ja. Morgen, Herr Professor. Bei der letzten Klausur nur 5 Punkte bekommen. 5 Punkte nur, ja. Ich glaube, da kann man nichts machen. Können Sie ja echt nichts machen? Ich bekomme sonst keinen BAföG. Ich weiß echt nicht, wie ich das da mit dem ganzen Studium und so machen soll. Muss ich ja wirklich beide Augen feste zudrücken, ne? Ja? Super. Alles klar? Professor, Sie sind der Beste. Ich danke Ihnen. Ja. Jawohl, die 4 gewinnt jetzt erstmal ein Saufen. Tja, jeden Tag eine gute Tat. Also die Schallintensität. Und deshalb kommen wir jetzt weiter zu. Quod erat demonstrandum. Texte anschauen, egal ob aus dem 1. Jahrhundert oder auch selbst moderne theologische Texte, dann müssen wir uns natürlich immer diesen Sachverhalt im Hintergrund vor unser geistiges Auge halten. Guten Tag, liebe Studierende. Können Sie mich alle verstehen hier? Hallo, geht das hier? Okay, so. Doofes Mikro. Was mache ich denn damit? Ja, hallo, liebe Studierende. Super. Ich habe Ihnen hier mal eine Folie mitgebracht. Ja? Nee. Andersrum? So. Schärfe? Was? Ach so, ja, klar, ne? So.
Und jetzt habe ich dazu passend ein tolles Lehrvideo gefunden hier. Welt der Werkstoffe. Okay, gleich. Toll, ne? Ach, kommt gar nicht. Wieso? Ich sehe das doch hier. Also ich finde es jetzt nicht gerade spontan. Wir gucken einfach so. Heute erzähle ich euch mal was über Verbundwerkstoffe. Ja? Ich habe hier nämlich auch ein kleines Muster mitgebracht. Eines Verbundwerkstoffs. BVB. Ne? Hab sogar eine eigene BVB Facebook Fanpage. Ah, das ist natürlich jetzt nur am Rande. Jetzt zurück zu den Verbundwerkstoffen. Obwohl, zu meiner Zeit, da gab es ja noch kein Facebook. Ne? Aber wir haben ja damals noch mit Bällen gespielt. Ne? Ich meine, das geht ja heute auch gar nicht. Ne? Ist ja alles so verbaut. Ne? Wen ich auch schon lange Zeit nicht mehr gesehen habe. Moin, Herr Professor. Sie haben letztes Mal in der Vorlesung irgendwas von chemischer Ähnlichkeit erzählt. Von welchen Faktoren hängt das nochmal ab? Da können Sie bitte mal in mein YouTube-Video schauen. Kapitel 1, Teil 4, Minute 5:23, ja? Tschö. Tschüss. Jawohl. Hallo, Herr Professor. Und zwar habe ich eine Frage zur Anfertigung der Versuchsprotokolle. Dann könnt ihr doch mal bitte bei YouTube schauen. Ja? Ich glaube, da gibt es so ein Tutorial zum Anfertigen von Versuchsprotokollen. Okay. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Kann ich Fenster putzen? Ja, da schauen Sie bitte mal bei YouTube. Ja, ich glaube, da gibt es ein DIY zu dem Thema. Alles klar. Tschüss. Verstehen. Dieser Mann ist verrückt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren kleinen Parodien. Natürlich ist niemand von meinen Kollegen, geschweige denn von irgendeinem Prof da draußen, ernsthaft gemeint. Aber wir kennen sie natürlich alle. Natürlich gibt es auch wie immer was zu gewinnen. Diesmal zwei coole TA Köln T-Shirts in eurer Wunschgröße. Einfach den Daumen hoch lassen und einen netten Kommentar unter das Video posten und schon seid ihr im Lostopf mit dabei. Also bis bald, eure Welt der Werkstoffe.